morgen gibt es Teil 5. Ja, morgen ist der fünfte Teil. Ja? Deshalb Teil 5. Und wir möchten es gerne besser machen als in den Teilen 1 bis 4. Ja, wir möchten morgen etwas hier behalten gegen einen Gegner. Mein Gott, das wissen alle, die sich mit Fußball beschäftigen, die schon auch in der Offensive eine richtig geniale Qualität haben, die da hervorragend besetzt sind, die auch als Verein eigentlich in Deutschland Vorbildliches leisten, mit ihrer hanseatischen Bescheidenheit und mit ihrem kaufmännischen Denken gelingt es ihnen immer wieder in den letzten 2 Jahrzehnten eine gute Rolle zu spielen im Fußball. Das wollen sie definitiv in diesem Jahr auch und wie gesagt, sie haben eine sehr, sehr gut ausgebildete Mannschaft mit Jungen, die noch ihre beste Zeit höchstwahrscheinlich vor sich haben werden. Und für uns ist es eine Aufgabe, der wir uns wieder stellen werden. Personell, wie schaut es aus? Hange Schmidtgall ist fit, kann spielen? Hat gestern in die individuell trainiert, hat das gesteigert, war am Ball, hat auch Richtungswechsel gehabt, ist in einem schnelleren Tempo auch gelaufen. Also von daher sah es ganz vernünftig aus. Wir werden schauen, wie es nachher sein wird und dann schauen, wie es reagiert, ob er dann morgen einsatzfähig ist. Im Moment gehe ich davon aus. Sie haben gerade gesagt, Sie möchten was hier behalten. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass das diesmal funktioniert? Ja, die Entwicklung, die Mannschaft nimmt. Ja. Die Art und Weise, wie sie in den letzten beiden Spielen aufgetreten ist. Die Art und Weise, wie sie sich im Training präsentiert. Die gibt mir doch einen sehr ausgeprägten Glauben an dieses Team. Wobei du auch gegen so einen Gegner, wir haben es beim HSV gesehen, da entscheiden halt Kleinigkeiten. Und da müssen wir es vermeiden, dass wir gerade Arnautovic oder Elia, die sehr gute 1-gegen-1-Spieler sind, die ein gutes Tempo haben, dass wir ihnen zu große Räume geben. Ja. Noch eine Frage zu Elia Semih, den haben Sie ja zuletzt ein bisschen geschont. Ist der jetzt wieder so weit oder wäre theoretisch so weit, um wieder aufzutauchen in der Startelf? Oder braucht er immer noch eine Pause? Nein, also ich meine, in der Startelf, ich glaube, dass es ihm gut getan hat, dass er in der letzten Woche für die U23 2 Tore gemacht hat. Das ist auch zu sehen, dass er jetzt sich im Training wieder sehr vernünftig positioniert, wie er eine gute Grundaggressivität hat, um auch Bälle zu behaupten. Und von daher hat er auch da wieder einen vernünftigen Schritt gemacht in der letzten Woche. Ja, nach diesen ersten Spielen, und das ist glaube ich auch normal, fiel er so ein bisschen in so ein kleines Loch. Aber da scheint er jetzt wieder auf dem Weg zu sein, dort rauszukommen.